Also ich bin Viktor Breu, trete an für Nordrhein-Westfalen und komme aus dem Laden Suthoff, Grünes und Schönes, auch in Oberhausen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wohne auch zu Hause bei Mama und Papa. Und wir haben einen großen Garten und den versuche ich auch so gut es geht zu pflegen. Aber das ist auch wirklich so irgendwie pur bepflanzte Töpfe, also irgendwie dann nur Blattpflanzen oder irgendwie großen Bambus und sowas habe ich ganz gerne. Also ich mag es echt gern pur. Sagen wir mal so, wenn meine Mama Sträuße geschenkt kriegt, dann habe ich da glaube ich schon ein sehr böses Auge drauf, wenn die nicht von mir sind oder nicht gut sind. Am wichtigsten ist einfach echt, das Hier und Jetzt zu erleben, diese Situation für sich zu nutzen, ganz viel rauszuziehen und irgendwie, du musst auch Bock haben auf die Sache. Und das habe ich, glaube ich, ich habe einfach echt Bock drauf, das zu machen. Ich liebe diese Nervenkitzel, diese spannenden zwei Wochen vorher, wo man irgendwie nicht mehr schläft und nur am Vorbereiten ist und sich die ganze Zeit mit seinen Arbeitskolleginnen zankt und irgendwie den Assistenten auf 180 bringt, weil man sich alle 5 Minuten eine neue Blüte aussucht. Also ich glaube, Chancen haben wir alle irgendwie gute und wir sind einfach echt schon verdammt weit gekommen und ich hab einfach echt Bock auf eine gute Zeit.